Wie bekommen Sie immer genug Luft? Ja, ich rede jetzt nicht vom Atmen. Nein, hier für zum Beispiel Bälle, Schwimmflügelchen, Fahrradreifen, die man aufpumpen muss oder vielleicht sogar das Auto. Was ist denn mit den Autoreifen? Fahren Sie da noch zur Tankstelle? Ja, das ist oldschool, das macht man gar nicht mehr. Sie können Ihre Luftpumpe immer mit dabei haben, denn wir haben hier ein ganz besonderes Modell. Ja, und jetzt keine Handluftpumpe oder Fußluftpumpe, sondern eine elektrische, akkubetriebene Luftpumpe, die auch noch eine unglaublich schicke Form hat. Sie sehen das so, eine Pistolenform, also ganz einfach zu handhaben. Und damit bekomme ich jetzt überall Luft rein. Ob das der Autoreifen ist, hier können wir nämlich einen Druck bis zu 10 Bar erzeugen, oder eben auch das Fahrrad oder die Spielsachen, die Luftspielsachen der Kinder, ob das Luftmatratzen oder Schwimmschwäne sind. Und damit geht's kinderleicht. Gehört heutzutage in jeden Haushalt. Akku wird mitgeliefert, natürlich auch die Ladestation. Und wenn wir den jetzt mal drauf machen, sehen wir auch gleich hier die Dienstbereitschaft. Also wir sehen, hier oben ist übrigens auch ein Manometer eingebaut, den jetzt den Druck misst. Und jetzt kann ich einfach mal ganz schnell mein Fahrrad aufpumpen, ohne mich anzustrengen, oder auch Autoreifen. Bevor ich jetzt hier ein Fahrrad aufpumpe, ist ein ganz wichtiges Stichwort Autoreifen. Da muss man ja besonders drauf aufpassen. Und wenn Sie ein neueres Modell von einem Auto haben, haben Sie ein Reifendruckkontrollsystem. Und wenn da nur 0,1 oder 2 Bar fehlen, dann hast du immer eine Fehlermeldung in deinem Cockpit. Und ja, das nervt mich so. Ja? Und dann kann man eben das gerade mal ganz kurz selber beheben. Und wenn es alle 4 Reifen wären, dann haben wir sogar die Möglichkeit, jetzt nicht nur über Akku, sondern mit diesem Adapter über Direktstrom der 12-Volt-Steckdose zu gehen. Also das sind die 12-Volt-Steckdose. Sie sehen hier ein paar Meter langes Kabel dabei, das auf den Akkukompressor. Und dann kann ich auch lange sämtliche 4 Räder oder Reifen wieder aufpumpen. Vielleicht haben Sie jetzt auch gerade erst den Reifenwechsel gemacht, den Räderwechsel von Winterreifen auf Sommerreifen. Dann die einfach nochmal nachpumpen. Aber auch Fahrräder. Und ich habe mir schon so oft gefühlt die Hände gebrochen beim Pumpen von Fahrrädern, beim Aufpumpen mit so Handpumpen. Ich dachte immer, irgendwie die Luft geht komplett vorbei oder ich habe den falschen Aufsatz. Du weißt ja, bei vielen Fahrrädern, bei den modernen, passen die alten Luftpumpen gar nicht mehr drauf. Jetzt machen wir es ganz einfach. Also nochmal, wir legen den Akku ein, gehen ans Fahrrad. Ja, und jetzt sehen wir hier diese kleine Schnalle. Ja, und die lege ich ganz einfach hier drauf. So. Moment. Und jetzt umlegen, damit die Luft auch drin bleibt. Und jetzt brauche ich nur noch drücken, also einschalten natürlich. Und jetzt drücken und dann pumpt es. Und zwar bis zu der Einstellung, die ich gemacht habe. Ich kann es auch ohne Einstellung machen, so wie es reicht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hoch auf höheren Druckzahl. So, und jetzt aufpumpen. Ah, hier ist genug drin, das sagt er mir deutlich. Also kein Problem. Aber wir hatten auch die ganzen Spielsachen. Und da hat schon so manch Papa mal ein bisschen Lungenproblem bekommen, wenn man eben, dieser Ball wäre noch harmlos, aber es gibt ja mittlerweile so große Schwimmtiere. Und auch die kann ich hiermit problemlos aufpumpen, weil Sie sehen, ganz intelligent im Deckel gemacht ist, die sind die Adapter, die ich brauche für Spielbälle, also auch Volleybälle, Fußbälle, Basketbälle oder dann natürlich auch für die Schwimmtiere. Und somit kann ich mit diesem Akkukompressor stundenlang, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, also überall, wo ich Luft brauche, diese rausholen. Da sehen Sie nochmal die Einstellung, entweder über PSI, das ist das amerikanische, oder PSI, da haben wir 116 PSI Druck oder dann bis zu 8 Bar oder Atü ist das bei uns. Und da beim Autoreifen sehen Sie zum Beispiel immer im Innenteil der Tür, welcher Reifendruck denn vonnöten ist, den einstellen und schon pumpt er so lange, bis der Reifendruck erreicht ist. Ja, und der Thomas aus Bremerhaven hat uns noch geschrieben, er hatte sich hier diesen tollen Akkukompressor schon bestellt. Er schreibt, bestens geeignet zur unkomplizierten Überprüfung und Anpassung des Reifendrucks am Motor. Also auch für Motorradfahrer sehr gut geeignet, egal was Sie aufpumpen wollen. Das ist jetzt hier möglich mit der Akkukompressor-Luftpumpe. Also nicht mehr irgendwie blasen und halb die Lunge kaputt machen oder irgendwie mit einer normalen Luftpumpe am Fahrrad oder am Auto gar an der Tankstelle verzweifeln. Nein, Sie haben jetzt Ihr Gerät immer mit dabei und können alles aufpumpen, was Sie möchten. LX 97 89 569, die Bestellnummer für 47,45 €.